Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. Ja, wir versuchen weiterhin unseren Spinoraptor in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, wir müssen nochmals einen Spinosaurus machen. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich mache den da mal ein bisschen auf guten Angriff. Das hier können wir weglassen, das ist nicht so wichtig, aber vielleicht etwas, was hier ihm den Angriff massiv verbessert. Weil den können wir dann wieder betäuben und dann auch wieder verkaufen. Das wäre dann hier das kleinste Problem. Aber wenn wir hier etwa so 200-300 hinkriegen, hätte man vielleicht gute Chancen, dass wir ihn bändigen können. So, hier hätte man noch etwas, 202. Gucken wir, ob wir noch mehr Möglichkeiten haben. 213. Oh, habe ich nicht angewählt. 13. Haben wir hier. 15. 6. Oh, 222. Ja. Haben wir hier das auch gehabt? Nee. Oh, 223. Okay. Und 238. Das auch noch. So, jetzt ist da vom Wert her natürlich auch noch ein bisschen gestiegen. Haben wir noch eine Krankheit. Ranger, mal schnell gucken, wer ist denn hier krank? Hier unten machen wir hier noch medizinische Versorgung. Dann hier auffüllen. Hier lassen wir das Ganze mal noch. Haben wir den da noch betäubt? Ah, der Velociraptor, genau. Und den verkaufen wir auch wieder, weil er bringt irgendwie einfach nichts. Und verkauft. Nicht, dass er uns dann da noch irgendwelche Sachen anrichtet und uns die Dinosaurier noch wegfrisst. Das wäre natürlich nicht so optimal. Gut, wo ist unser Kollege? Der rennt hier hinten rum. Okay. Gut, wir machen ja weiterhin Plus hier, jawohl, obwohl wir eigentlich nichts verkaufen, aber wir haben hier Plus. Nicht so schlimm. Jetzt haben wir noch eine Futterstation, die hier unten, okay, das ist nicht so schlimm. Das lassen wir, wir werden jetzt so schnell wie möglich versuchen, diesen Spinosaurus zu machen. Wenn wir den noch verkaufen können, ist er schon verkauft. Weiß ich nicht. Dann gibt es noch ein bisschen Kohle. Und dann müssen wir eben diese 8 Millionen, oder wie haben wir jetzt? Oh, jetzt ist er auch in der Nähe hier. Aber das müsste zu schlagen sein. 151 zu 238. Gut, er ist in der Verteidigung relativ schlecht. Aber wir könnten ihn unterstützen, indem wir ihn eben jedes Mal wieder beschießen und ihn heilen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um den Spinoraptor hier irgendwie zu bändigen. Der Spinosaurus sollte hier machbar sein. Er ist eigentlich auch schnell, flink und wendig. Der Spinoraptor ist nochmals ein bisschen flink, aber der kann es dann vielleicht mit dem Angriff vielleicht jetzt zurecht machen. Wir werden es sehen. Ich weiß es nicht. Wir müssen es versuchen. Aber ich denke, letztes Mal, als wir den schon gemacht haben, hat es auch nicht so schlecht funktioniert. Er hat immerhin schon Schaden angerichtet. Hier ist auch alles offen, das ist sehr gut. Ich muss einfach mit dem Ranger dann so weit in Stellung sein, damit ich ihn unterstützen kann. Irgendwo in eine Richtung kann ich ihn nicht bringen. Oh, was ist mit euch hier? Ihr seid da. Mut ist da, euch lässt er auch soweit in Ruhe. Ja, der hier eigentlich ist jetzt wieder eine Bedrohung, ansonsten lässt er die anderen wirklich schön in Ruhe, damit wir auch den Park weiterhin aufbauen können. Gut, wir haben 6,6 Millionen und brauchen tun wir eben diese 8,4. Geht noch ein Weilchen.
Was wir noch machen können, nein, wir können eben leider nichts machen. Wir müssen jetzt wirklich schnell warten, bis wir das Geld beisammen haben. Von dem her, wir könnten hier natürlich die Futterstation vielleicht auch verkaufen. Weil die brauchen wir nicht zwingend. Hat es hier eigentlich keine Futterstationen mehr, das ist sehr gut. Das brauchen wir in diesem Sinne auch nicht wirklich. Jetzt sind wir immerhin schon bei 7 Millionen. Da ist es fehlen noch knapp 1,4 Millionen. Und dann können wir den ausbilden. Aber leider, er ist auch nicht der schnellste. Wie sieht es eigentlich vom Risikofaktor aus? Wir haben 3% plus. Und das würde dann bedeuten, dass es eigentlich klappen würde, locker klappen würde. Von dem her können wir das ebenfalls durchziehen. Wir könnten auch, wenn wir das hier noch ändern, vielleicht nicht unbedingt. Nein, da verlieren wir 40% für Ausbrütungstempo. Nein, dann sind wir bei 120, 80 sind wir dann noch. Dann haben wir aber schon wieder ein Problem, dann sind wir nur bei 83%, also die Chance, dass wir dann den nicht durchbringen, ist dann auch wieder in Gefahr. Ah, nein, das lassen wir. Oh ja, hinten hat es noch Schafe, die sind hier ebenfalls fehl am Platz. Naja, das Futter für den Spinaraptor, das läuft noch überall rum. Wo ist er denn? Er ist hier drin und er ist keine Gefahr, er frisst. Aha, er hat hier eine Ziege gefunden, sehr schön. Wasser hätte er auch. Aber mehr hast du halt nicht hier. Du wirst weiterhin ja dehydriert. Eigentlich könntest du, ich könnte dich eigentlich verhungern lassen, aber dann würde er wahrscheinlich auf die anderen Dinos gehen. Von dem her, ich muss da ihm glaube ich schon was zu essen bieten. War vielleicht auch nicht so geschickt. Wir machen aber da etwas ins Wasser rein. Weil der geht ja auch hauptsächlich noch ins Wasser. Dann kann er sich auch dort ja die Nahrung holen. So, jetzt wäre eigentlich eine sehr gute Möglichkeit gewesen, ihn anzugreifen, aber das klappt natürlich noch nicht. Also wenn man ihn so betrachtet, schon ein sehr gefährliches Teil hier. Mini-Binoraptor. Ja, das Problem, was du auch hast, du bist eben auch einsam. Man hätte dich wahrscheinlich mehr im Griff gehabt, hätte man zwei von dir gehabt. Du bringst aber auch einiges an Bewertung, wobei ich muss sagen, die Bewertung ist höher beim Spinosaurus. Von dem her würde ich dann den Spinosaurus gerne dann später behalten hier in diesem Gehege. Aber wir werden das mit dem Futter nachher noch nachholen. Sprich, wir werden hier den Spinosaurus dann behalten, die anderen Gehege dann mit dem Pflanzenfresser wieder füllen. Ich glaube, die 5 Sterne hatten wir einmal erreicht. Nein, hatten wir noch nicht. 5 Sterne hatten wir noch nicht erreicht. Wenn wir die dann auch haben. Ah gut, wir müssen ja noch den nächsten, die letzte Mission dann auch noch machen. Also gut, wir haben ja noch Zeit. Das passt. So, wir kommen jetzt aber langsam aber sicher an das Geld ran, das wir benötigen, um einen starken Spinosaurus zu herstellen oder auszubrüten. Dann hätte man das erledigt. Also ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Weil jetzt haben wir wirklich viel Zeit verschwendet, um hier diesen Spinoraptor irgendwie zu bändigen, da er ja immun gegen unsere Betäubungsspritzen ist. Die ACU hatte da keine Chance. Ich hoffe, du gehst da dann nicht hinein, hä? Lass da schön meine Pflanzenfresser in Ruhe, so wie auch die hier hinten. Ja, du musst da gar nicht auf Futtersuche. Du hast hier drinnen deine Fischfutterstation. So, du bist jetzt einer so weit, um hier ausgebrütet zu werden. Ui, das geht ein Weilchen. Ja, das geht lange. Man sieht da keine Zeit hier. Nur das Ganze in Prozent. Aber das ist nicht so schlimm.
Ich weiß jetzt gar nicht, wir hätten vielleicht die Möglichkeit gehabt, ein bisschen was für unsere Skins zu tun, in dieser Zeit, dass wir hier mal geschaut hätten, was man da alles machen müsste, um diese Skins hier freizuschalten. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Irgendwo steht das aber geschrieben, wie wir diese freischalten können. Nur wo, weiß ich gerade nicht. Ich muss mich da mal ein bisschen schlau machen, wo das genau steht, damit wir diese Skins freischalten können. Damit wir mal, ja, zum Beispiel eben dieses wirklich unser Standard oder vom Jurassic Park das erste Auto oder dieses Fahrzeug haben können. Das sind natürlich die Standardteile hier, einfach hier in einer anderen Farbe. Diese beiden hier, das wäre natürlich unser erstes Teil, wo die Leute dann eben durch den Park gezogen wurden oder gefahren sind. Und das hier ist entweder eine irgendetwas Erfindung vom Spielehersteller oder es gab die vielleicht doch in einem Teil dieser Filme. Gut, hier haben wir auch das Maximum, auch sehr wichtig hier, das 3.0, das wir haben, und in der Forschung nochmals kurz schauen. Ich glaube, auch da sind wir. Aha, genau das machen wir nachher. Diese Teile noch forschen, weil die sind wichtig, dass wir die alle haben. Und danach können wir dann eben auch mit dem Herausforderungsmodus hier alles freischalten. Da haben wir ebenfalls ja schon begonnen. Das sage ich, glaube ich, auch jedes Mal. Haben wir ja schon begonnen da. Da können wir dann aber auch weitermachen, sobald wir hier auf dieser Insel die 5 Sterne haben und natürlich alle 3 Missionen hinter uns haben. So, ich hoffe, dass wir in dieser Folge diesen Spinoraptor beendigen können. Ich bin so richtig gespannt, hier mal ein bisschen Action wieder zu haben, auf die Art, dass ich vielleicht mithelfen kann mit dem Ranger hier. Das wäre natürlich schon cool. Wie sieht das vom Park aus? Park ist eigentlich IO. Ich will da momentan kein weiteres Gebäude hinsetzen, denn wenn wir dann wieder auf Vollgas hier gehen können, von den Sternen her, dann sollte das Ganze eigentlich wieder nach oben schießen. Und wenn ich ein Hotel mehr hinsetze, dann kann das natürlich dann wieder sinken. Das will ich natürlich dann auch nicht. Gut, und wenn das dann wieder nach oben ist, das haben wir bereits, das sollte nach oben gehen, haben wir die 5 Sterne und somit dann auch das verbesserte Bauwesen. Gut. Da gibt es noch einen Lärm von einem Dino. Ich glaube, das müsste einer von diesen Brachio oder vom Cryotokus gewesen sein. So, wie weit bist du? Ja, die Hälfte haben wir bereits. Ja, die Hälfte auch von der Folge. Es geht halt schon ein Weilchen und wirklich machen können wir nichts. Gut, wir könnten das Geld eigentlich wieder auch ausgeben, denn jetzt ist das Geld natürlich wieder frei. Oder sollen wir noch weiterhin warten, falls wir den Spinosaurus wieder verlieren? Och, ich hoffe es ja nicht. Das wäre dann schon ein bisschen mühsam. Also falls das passieren sollte, dieses Szenario, dass wir das auch wieder nicht hinkriegen, dann denke ich, macht es keinen Sinn, wenn ich hier die Folgen aufnehme und wir verlieren da die ganze Zeit. Dann mache ich lieber den Dino und nehme dann von dort auf, dass wir irgendwann den richtigen erwischen, um den Spinoraptor zu bändigen. Ich glaube, das wäre das Einfachste, weil das ist ja auch das Spannendste. Und zusätzlich hätte man die Info ja auch, welchen Dino das man nehmen müsste, um hier diesen Spinoraptor von Dr. Wu zu bändigen. Gut ist auch, dass sie keine Gebäude angreifen. Das wäre natürlich dann ganz übel, wenn sie auch noch die Gebäude zerstören würden. Gut ist auch, dass wir hier nicht großes Unwetter haben. Das ist auch relativ gut. Von dem her haben wir eigentlich relativ viel Glück auch. Wir könnten eigentlich hier hinten zumachen. Nein, das können wir nicht. Dann hätte ich gedacht, wir könnten die Leute hier hinten, wenn schon, freilassen, aber das will ich nicht. Wir lassen die Leute schön drinnen, weil das Geld geht ja trotzdem weiterhin nach oben. Ist ja auch eigentlich komisch. Normal müsste ja mindestens die Ticketverkäufe müssten unten bleiben.
weil wir haben keine Verkäufe. Aber das wird ein bisschen anders gerechnet hier halt. Wenn ich den Dino, den wir verkauft haben, haben wir nicht. Editionsverkäufe, aber Dino-Verkäufe. Ah doch, hier, Dinosaurierverkäufe. Ah, 786.000 hat uns der Velociraptor gegeben. Okay. Na, immerhin. Ausgaben. Ja, unser Dino halt hier. Ist manchmal auch noch interessant, hier das anzusehen, wenn man eben ein bisschen ums Geld kämpfen muss. Jetzt natürlich ist kein Problem, wenn wir hier sowieso dicke im Plus sind. Man sieht es auch hier, Ausgaben fast keine, Einnahmen sehr viel. Ausgaben wären alleine nur hier diese Strombelastungen. Das ist das Einzige. Und die Attraktionskosten, aber das sind wirklich nur ganz kleine Ausgaben. So, jetzt geht's dann los. 15% fehlen noch für unseren Spinosaurus. Ich denke auch, dass er nicht fehlschlagen wird. Nein, er darf gar nicht fehlschlagen, so ein Quatsch. Mit 123% wird er ganz bestimmt nicht fehlschlagen. So, die letzten 10%. Und dann gucken wir mal, wo ist er jetzt? Hier oben. Ich lasse ihn hier frei. Wir haben einen Ausgang hier. Wir haben hier einen Ausgang. Hier oben haben wir keinen Ausgang. Okay. Eine schöne Kampffläche wäre natürlich hier oben. Aber auch hier drinnen. Hier wäre ganz schlecht, wenn sie da noch einbrechen würden. Und hier sowieso. Hier hinten auch. Ja, hier hätte man noch eine Fläche. Aber hier denke ich, das wäre das offene Feld für einen großen Fight hier. Das wäre doch noch genial, wenn sie sich dort kreuzen würden und die Plattform verwenden. Und da hätte ich natürlich auch gute Sicht dann zum den Spinosaurus dann immer wieder zu heilen. Aber wir werden es sehen, ich weiß es nicht. So, jetzt geht's los. Wir lassen dich mal frei. Und sobald sie in die Nähe kommen zueinander, boah, jetzt kommt ein Riesenteil raus. Zum Vergleich hier der Mini Spinoraptor hier. Och, ich bin gespannt. So, jetzt geht es natürlich auch hier nochmals massiv rauf. Obwohl es nicht wirklich viel bringt hier. So, was machst du? Du gehst zuerst auf Futtersuche. Okay. Und trinken auch. Sumpf gefällt dir nicht so. Ah, beim Sumpf muss ich natürlich noch ein bisschen nachhelfen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Reicht das schon? Das reicht schon, ein bisschen Sumpf. Oh, der andere, der kommt hier schon. Oder nicht? Ich glaube, du weißt noch gar nicht, dass du hier jetzt ein Rivale hast. Wenn es überhaupt ein Rivale ist. Doch, es muss ein Rivale sein, denn sie sind sich ja schon mal an die Gurgel gegangen. Er kennt ihn bereits. Aber jetzt haben wir einen neuen, viel stärkeren Spinosaurus. Der nimmt alles noch gelassen, weil er noch auf Wassersuche ist. Und wenn du dann gestärkt bist, dann bitteschön greif deinen Hybriden hier an. Dann ist endlich Ruhe. So, ja, bis sich die jetzt wieder mal finden, das könnte auch eine Zeit gehen. Letztes Mal sind sie relativ schnell aufeinander los. Jetzt sehe ich aber, jetzt geht er da schon mal. Jetzt geht er hin. Ich gehe auch hin und werde schauen, wenn hier der Angriff losgeht. Da ist er schon. Er hat ihn, glaube ich, auch schon gesehen. Was machen Sie? Oh ja. Jetzt haben Sie sich gesehen. So, jetzt geht's zum Kampf. Sehr gut. Also ich werde ihn jeweils heilen, wenn was ist. So, genau. Ich kann ihn jedes Mal heilen. So. So, der ist heile, aber der nicht mehr. Aber den heile ich ganz bestimmt nicht, aber es sieht sehr gut aus momentan. Ich hoffe, er macht ihn jetzt.
Ah, jetzt aber nicht wieder so drehen. Dann treffe ich dann vielleicht noch den Falschen. Aber die Gesundheit ist relativ tief. Ich hoffe jetzt aber wirklich, dass er ihn schlägt. Ja, wer macht den nächsten Angriff? Der Spinoraptor ist wirklich bald zu Ende. Oh, nein, noch nicht. Ja, jetzt vielleicht. Jetzt ist er am Leiden. Ja, er sieht nicht mehr so gut aus. Ja, wir haben ihn. Ohohoi, wir haben ihn. Ich hoffe es. Ja, er ist tot. Also das war's. Ja, genau. Und wir haben es geschafft. Okay, es hat sich gelohnt. Der Kampf hier. Wow, da gibt's aber viel Marketing, Indominus Rex Tarnung, Anpassung, enge Räume. Um als Normabweichung Wow. durchzusetzen. Also ich werde den nicht so schnell wieder machen Genetischen hier. Code ohne unser Wissen verändert. Ja, das bringt Ich hier nicht denke, allzu viel ich wieder. weiß wer. Ein Konkurrent der Hammond Foundation, mit dem ich früher zu tun hatte. Sie können meine Moral in Frage stellen, aber niemals meine Gründe. Ich kümmere mich um diese Emporkömmlinge. Fahren Sie inzwischen mit der guten Arbeit fort. So, den Sie werde ich wurden jetzt da gehackt. wegmachen. Die Systeme und unser Spinoraptor. Ich Und ich verfolge habe die für dich genetischen hier Modifikationen drin, zurück. Doch seien Sie ab sofort ganz sehr kurz vorsichtig. mal schauen, du Geht brauchst das für mich so? Fleisch und diese Fische hier. Vertrauen Sie mir, dass ich das Gut. auf meine Art löse. Konzentrieren Ja, Sie ja. sich auf unsere Forschung und die Anlagen. Ich bin bloß enttäuscht, dass wir keine Tickets verkaufen konnten für diesen. Hat wenigstens jemand mitgefilmt? Liebe Gäste. So, jetzt kommt auch gleich schon der nächste. Und zwar die Nummer 4. Gibt noch Dinge zu erledigen. Das wäre dann, Also erschaffen sind Sie wir ein nicht die Indominus Person Rex Genom mit dafür. Lassen Sie Modifikation mich nicht Rex verlieren. Tarnung. Okay, dann starten wir diese letzte Mission. Wir haben den Schutzraum geöffnet. Den Dino, den haben wir jetzt wieder eliminiert. Beziehungsweise der wird gerade Jetzt passen Sie mal abtransportiert. auf. Ich möchte, dass Wir Sie haben mir nochmals einen markant toten erprobte Dino? Nee. Exemplare mit sehr speziellen Okay. Fähigkeiten erschaffen. Das wäre der gewesen. Ja, genau. Jetzt kommt noch. Rest eines meiner Meisterwerke, den Indominus Rex. Ja. Brüten Sie ein Exemplar aus und lassen Sie ihn schlüpfen. Verschaffen Sie ihm anschließend eine gute Kampfverrufenheitsbewertung. Ja, Dieser Dino das machen bedeutet wir mir ganz viel. klar. Was haben wir hier noch Versorgen Sie es doch. Schönes? Wir haben da noch neue Sachen gekriegt. Okay. Und hier haben wir auch jetzt, glaube ich, dann alles freigeschaltet. Wir werden aber jetzt hoffen, dass wir da nach oben kommen. Nein, noch nicht. Es ist Schutzraumsicherung ist schlecht. Okay. Das darf eigentlich nicht sein. Die Schutzraumsicherung ist eigentlich top hier. Ist fast alles abgedeckt. 98%. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch falsch ist. Vielleicht weil jetzt so lange die Leute dort drin sein mussten. Darum vielleicht. Das kann gut sein. Also da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben, bis das Ganze nach oben geht. Dann müsste eigentlich auch das Geld wieder nach oben kommen. Ja, wir werden es sehen. Ich weiß es nicht. Gut, aber wir haben es geschafft. Also mit dem Spinosaurus kann man den Spinoraptor bändigen. Das wird immer so bleiben, weil man hat eben kein Gegenmittel hierzu. So, jetzt kann man hier noch diese letzten Sachen hier machen. Und dann will er ja eben diese Tarnung hier. Die Tarnung, die haben wir ja bereits erforscht, so viel es mir ist auch. Mal schnell gucken nochmals, halt hier. Und die Tarnung, die müsste ja gentechnische Forschung, das wäre doch die hier unten gewesen. Genau, die haben wir. Also dann machen wir mal Indominus Rex hier. Da ist jetzt wieder die Frage, brauchen wir ein weiteres Gehege? Dann müssen wir wahrscheinlich den Kollegen hier doch wieder verkaufen. Oder wir machen hier ein zusätzliches Gehege hier hinten. Frage, Frage, Frage. Was machen wir denn? Ich gehe mal kurz auf die Map hier. Wenn wir hier hinten dicht machen, den Spinoraptor da reinbringen, das wäre vielleicht eine Option. Frage ist jetzt nur,
Wo gehen diese Teiler durch hier? Die gehen halt doch relativ weit. Ah, kann sein, dass ich ihn dann eliminieren muss. Naja, gut, dann ist es halt so. Aber wir werden hier jetzt mal schauen. Den. Oh, welchen jetzt schon wieder? Indominus Rex, nicht das Spino. Der Indoraptor. Gut, der Indominus Rex, der ist ein bisschen harmloser. Ein bisschen. Und jetzt gucken wir hier die Tarnung. Genau, die müssen wir haben. Machen wir das. Das wird wahrscheinlich dann wieder eine Extrem-Herausforderung für die Ranger, den zu treffen dann. So, der ist relativ hoch jetzt auch. Den könnte man natürlich dann gut ablösen. So, jetzt haben wir die 5 Sterne noch erreicht. Sehr gut, verbessertes Bauwesen hätten wir jetzt also auch. Also die 5 Sterne, die hätten wir. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dieser letzte Auftrag oder diese letzte Mission. Gut, und wenn wir dann das Geld noch haben, dann brüten wir dich aus mit dieser Tarnung. Nochmals kontrollieren, ob sie drin ist. Hier Tarnung, jawohl, die ist drin. Wir werden das also ausbrüten, damit du dann ja den ersten Teil von der Mission dann haben. Schaffen sie einen Indominus Rex genommen mit der Modifikation Indominus Rex Tarnung. Ja, und dann gucken wir mal, was da dann wieder passiert. Ich denke, dass wir die verschiedenen Sachen hier später upgraden, sobald wir hier auch alles haben. Das könnte ich ja dann eventuell dann auch im Off machen. Das muss ich ja dann nicht unbedingt hier zeigen, weil ja, es ist ja nur warten auf das Geld und dann nachher diese Sachen forschen. Einfach, dass wir die nachher im Herausforderungsmodus ebenfalls freigeschaltet haben. Ich denke, hier hinten müssen wir auch nichts weiteres unternehmen. Wir haben genügend. Schade ist, dass wir den jetzt halt wieder abgeben müssen. Wir können halt hier wirklich nicht. Wir müssen hier die ganze Route hier ändern. Was aber vielleicht auch möglich wäre. Wir können ja das mal schnell versuchen, dass wir hier die Route bearbeiten. Genau. Dass wir da vielleicht von. Ah, da kann ich irgendwie so nicht. Ah, Abriss. Modus. Abriss, Modus. Ah, jetzt ist alles weg. Aha, nein. Diesen Teil hier. Habe ich jetzt alles erwischt? Mindestens mal das hier hinten. Ja. Gut, und dann platzieren. Und hier. Oh, da sind wir im Wasser drin. Darum geht es ja nicht. Ja gut, dann werden wir hier ganz kurz das Wasser noch nicht abreißen, aber hier zu Land machen. So, und hier hinten dann wieder Wasser. Und natürlich auch Bäume weg. So, dass man auch die Dinos sieht. Ah, machen wir auch ganz groß hier. So. Perfekt. Hier, das ist auch weg. Dodele. Dass man mal sieht, wo man da durch muss. Und jetzt noch ganz schnell das hier fertig machen. Die Route. Und dann hätte man das fertig. Mach hier einen neuen Start hier. Ah, hier den da auch noch weg. So, und dann können wir hier das Gehege dann auch fertig zumachen und dann könnte man den Spinoraptor, den Spinosaurus hier drin platzieren. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir uns auch um den hier kümmern. Ich lasse den schon mal laufen. Ich glaube, wir können ihn schon ausbrüten. Jawohl, das machen wir jetzt auch. In der nächsten Folge geht es aber hier weiter mit dem Indominus Rex und der Tarnfunktion und das Gehege erstellen für den Spinosaurus. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier. Einen kurzen Kampf hier zwischen dem Spinoraptor und dem Spinosaurus.
Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.